Servus und hallo bei Not, another Dope Show. Heute geht es mir gerade mal darum, mit diesem Denken aufzulockern, dass man mal drüber nachdenkt. Abhängigkeit. Wenn ein Heroinabhängiger sich in einer Methadonbehandlung gibt, ist er dann immer noch ein Abhängiger? Weil er ist dann ja von dem Methadon abhängig, oder? Und von dem Gutdünken der Ärzte dahinter, die ihm das geben. Ja. Kommt er mal zu spät oder so, Praxis ist zu, Arschkarte, gibt's einen Affen. Also ist man de facto abhängig, dass man pünktlich erscheint, dass man immer kommt. Ich frage mich, was man sich dabei gedacht hat, eine Substanz zu nehmen, die den Körper stärker abhängig macht als die Ursubstanz, die derjenige genommen hat. Warum nimmt man Methadon? Weil es keine stimmungsaufhellende Wirkung hat? Weil es denjenigen kein angenehmes Gefühl gibt, sondern nur den Entzug nimmt? Für viele ist das ja schon angenehm. Klar, weil der Affe weg ist. Der Druck wegfällt, man braucht nicht losziehen, kein Geld und so weiter. Also die ganzen extremen Nebeneffekte der Prohibition muss man ja dann irgendwie auffangen und ja, irgendwie ist das für mich nicht richtig. Irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Ich finde, man sollte Menschen schon ihre eigene Substanz geben, sie herein. Und sobald die Person empfänglich ist, kann man darüber reden, Therapie zu machen, ausschleichen, entziehen, Therapie, normales Leben wieder. Statt Methadon zu geben und dann ein Leben auf Methadon zu führen. Ja, ganz ehrlich, alle, die ich kenne von früher, die Methadon bekommen haben, die kriegen es heute noch. Vielleicht hat es einer oder zwei geschafft, aber dann hundertprozentig nicht mit einfach ausschleichen und dann nicht mehr nehmen ohne Entzug. Die haben hundertprozentig auch einen Entzug dann gehabt. Solltest du da draußen sein, irgendeiner von meinen alten Bekannten, schreib es mir ruhig unten rein, das würde mich interessieren. Erstens, bist du noch auf Meter? Oder zweitens, hast du es geschafft, damit aufzuhören? Und wenn ja, wie? Ja. Für mich war es wirklich hart. Ich habe es euch ja mal in einem alten Video schon erzählt. Ich habe es mit einem sehr guten und reinen Heroin geschafft, das mir mein Cousin gegeben hat, weil ich ganz weit runter dosiert war. Ich habe mich ganz weit runter dosiert mit dem Methadon, weil das so ekelhaft war. Es hat mich stabilisiert, ja. Das hat es gemacht. Und es hält auch sehr lange den Affen weg. Aber wenn er einsetzt, dann ist er richtig, richtig zäh und ekelhaft. Das frisst sich richtig rein. So hat man das Gefühl. Ich kann es ja nicht wirklich beurteilen, was das am Ende ausgelöst hat. Aber als ich dann in Bernau war, waren meine Gelenke nach dem ganzen Brimborium, also als ich mich endlich ein bisschen beruhigt habe wieder, waren die so kaputt. Da muss irgendwas drin gewesen sein, in dem Zeug davor. Die waren so steif, also ich lag im Bett, mit so einem Dösen auf dem Bauch und hab so einen Ellbogen angewinkelt gehabt und konnte den plötzlich nicht mehr einfach so gerade machen, sondern es waren unglaubliche Schmerzen. Das war so krass, als hätte da jemand deine Steinchen reingeworfen zwischen die Gelenke und ich fühl's, nach zwei, dreimal ging's dann war alles wieder okay. Aber das war so brutal und das habe ich nicht nur in den Ellbogen gehabt, sondern auch in die Knie und ab und zu auch in den Fingergelenken. Also ich würde da schon sagen, bei einer Schmerzskala von 0 bis 10 angesiedelt bei einer 9. So brutal heftig waren diese Schmerzen, die ich eine Zeit lang irgendwie so gelegen bin und mein Körper sich versteift hat. Also es ist so, kennst du bestimmt,
kennt bestimmt jeder von euch, wenn es so richtig krass kalt ist draußen und man langsam auskühlt, sodass man sich kaum noch richtig bewegen kann, dann ist so diese Steife, ja, das meine ich damit. Ja, das ist so krass, wenn die Finger so kalt sind, dass du die Schuhe nicht mehr binden kannst. Und wenn du nur noch wie ein Roboter so gehst. So ungefähr war das. Und seitdem habe ich das ab und zu mal morgens, wenn ich aufstehe, das ist halt von meiner Fibromyalgie, eine Begleiterscheinung, dass der Körper total steif ist. Ja, aber diese Schmerzen, die ich damals hatte beim Bewegen von meinem Ellbogen, so krass hatte ich die danach nicht mehr. Das sind halt jetzt andere Schmerzen. Aber das war echt brutal und ich bin mir sicher, dass es noch von einem Entzug irgendwas war. Weil es war vielleicht, wenn es hochkommt, 4 Wochen nach meiner Verhaftung. Ich bin ja auf Schub gewesen, es war eine Woche. Ich war eine Woche da auf der Krankenstation in Würzburg. Eine Woche auf Schub, Nürnberg, Stadelheim, genau. Ja, und dann war ich da schon auf dieser Einzelzelle. Das war ja auch eine Woche am Zugang erstmal. Da bist du erst im Zugang, wo du untersucht wirst und eingeteilt in die Arbeit. Und dann wird der Zelle für dich klar gesagt und kommst dann dahin. Ja, und dann hatte ich ja erst das Haus 2, wo ich einen riesen Rabatz gemacht habe, bis ich ins Haus 6 kam. Das war auch nochmal locker eine Woche. Und dann erst, wo ich zur Ruhe kam, ja, da kam das dann. Da habe ich dann die ganzen Zipperlein gemerkt, die Wehwehchen, die ich habe und hin und her. Und habe mir auch dauernd Blut abnehmen lassen, weil ich halt Angst hatte, dass ich Hepatitis C habe. Weil mein Cousin hat es, meine Cousine. Dann kann es sein, dass da mal irgendwie falsche Wasser brauchst du nur. Weil die meisten in Gruppen spritzen, haben sie ja ein Glas da stehen mit ihrem Wasser. Und wenn da einer mit seiner Spritze reinkommt und die hat er schon mal benutzt und die ist voll mit Hepatitis C, dann zack, hast du auch nur dasselbe Wasser benutzt. Weil es gibt beim Abkochen nicht weg. Weißt du, du kannst das nicht auf dem Löffel, weil jeder denkt ja, wenn er das Heroin aufkocht, sterben die ganzen Viren und Bakterien mit ab. Das ist aber eine Träumerei. Da stirbt nicht alles ab. Das meiste ja, aber zum Beispiel Hepatitis C wird es überleben. Ja, wir haben die Spritzen im Knast ausgekocht und ich habe mich trotzdem angesteckt. Ist halt so, wie es ist. Ja. Es gibt halt nur ganz wenige Gefängnisse in Deutschland. Vielleicht gibt es mittlerweile ein bisschen mehr, wo man saubere Spritzen kriegt. Oder wo man es austauschen kann, wo man Spritzentausch machen kann. Gibt es ganz wenige. Sollten sie mehr machen, weil im Gefängnis gibt es ja genauso wie draußen sogar noch mehr und leichter, besseres Zeug. Du kannst ja nicht so extrem aufstrecken, sonst gibt es halt Ärger. Stell dir vor, du kriegst von irgendjemandem, bringst da 5 Gramm Heroin mit, da bist du der Größte erst einmal. Na, du kannst es ja so kleine Hitweise verkaufen. Wenn du das aufstreckst, weil du denkst, sag mal noch mehr Geld und du verkaufst es an eine falsche Person, dann kann das schon sein, dass dann plötzlich 5-6 Mann in deiner Zelle stehen und dann hast du nichts mehr. Gar nichts mehr. Das ist aber logisch, oder? Die lassen sich doch nicht übers Ohr hauen, die Leute da. Die sind da drin, weil sie erwischt worden sind, verraten worden sind. Irgendwie aus diesen Gründen, aber ganz sicher nicht, weil sie dumm sind. Oder weil sie sich abziehen lassen. Hm. Ja, es kann ja schon passieren, da stehen halt dann plötzlich ein Haufen Russen rum. Weil du den Russen abziehen wolltest. Alter, hast du echt ein Problem. Ja. Ist halt so. Oder Türken, oder weiß der Geier, was gerade im Gefängnis halt für Gruppen gibt. Ja, es ist halt so, je nachdem, auf welchen Schwerpunkt die Politik ein bisschen legt, mit dem Bekämpfen von Kriminalität, dementsprechende Leute sind dann halt auch im Gefängnis, gell? Also Bayern, als die da mich weggesperrt haben, haben sie ja gerade einen Großkampf geführt gegen Drogenverkäufer, Käufer, halt auch Beifanger, die ganzen Junkies, wo sie da weggefangen haben und dann erst einmal durch die Krankenstation gejagt. Das ist halt zwangsweise ein Zug gewesen. Ah ja, dann gut, dann kommst du jetzt wieder raus, ja, überleg da, ob du vielleicht nicht gleich wieder anfängst. Und da wird halt einer weggefangen, kommt in U-Haft, muss er erst einmal entgiften und dann hat er endlich einmal einen klaren Kopf, dass er sich einen Anwalt besorgt und der Anwalt holt ihn dann raus. Haftprüfungstermin. Was glaubst denn du, was der macht? Aber
Es ist so, dass man eigentlich jemanden, bloß weil er irgendwelche Drogen nimmt, nicht wegsperren darf. Das bedeutet, wenn der keine Bewährungsauflage hat, dann darf der Richter nicht sagen oder der Staatsanwalt, naja, dann nimmt er sowieso gleich wieder was. Weil das ist ja nicht strafbar. Der besitzt schon und wahrscheinlich das, was er machen muss, damit er das Geld kriegt, damit er sich was kaufen kann auch. Aber nicht der Konsum. Die haben sich halt schön drüber hinweggesetzt. Die haben halt alles eingesperrt, was nicht bei drei Proben draußen war. Ich habe so viele Leute getroffen, die kannte ich alle von draußen. Einige kannte ich halt noch von, bevor es weggesperrt worden sind. Logischerweise, bevor es irgendwie krass auf Heroin drauf waren, weil sie noch mit Hasch schon gemacht haben. Ja, schon heftig. Wenn man das alles nicht möchte, dann bleibt nur eins: Finger weg davon, Finger weg vom Scheiß.